Ein über 300 Jahre altes denkmalgeschütztes Gebäude ist am frühen Mittwochmorgen beim Ortsteil Ochsenwang abgebrannt. Kurz vor 4 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Feuerwehr ein, dass der ehemalige Schafstall der Ziegelhütte, der momentan komplett renoviert wird, in Flammen stehen würde. Schon auf der Anfahrt sahen die Rettungskräfte das lichterloh brennende Gebäude. Die Feuerwehr musste den 20 x 15 Meter großen ehemaligen Schafstall kontrolliert abbrennen lassen und ein Übergreifen der Flammen auf nebenstehende Gebäude verhindern. Ein neben dem Haus stehender PKW Mitsubishi geriet jedoch ebenfalls in Brand. Weiterhin wurde ein Kran, der sich neben dem Gebäude befand, durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Ralf Federau, Einsatzleiter der Feuerwehr Bissingen, Abteilung Ochsenwang, schilderte uns den Einsatz. Wir haben den Einsatzort so vorgefunden, dass er im Vollbrand war und dass wir das Gebäude nicht mehr betreten konnten. Wir haben jetzt dann Wasserversorgung aufgebaut vom Kreuz, da hier eine sehr schlechte Wasserversorgung ist. Und haben somit auch jetzt noch einen Pendelverkehr eingerichtet von der Torfgrube draußen, damit wir genügend Wasser vorhanden haben, um den Schafstall, der wohl gerade in Renovierung ist, zu löschen. Mit Fördermitteln wird es gerade restauriert, weil das der alte Schafstall ist, der einsturzgefährdet war. Und die Arbeiten sind eigentlich ziemlich weit fortgeschritten gewesen jetzt schon. Und ja, durch den Brand jetzt selber zerstört. Während der Löscharbeiten musste die L1212 zwischen Schopfloch und Hepsisau voll gesperrt werden. Über die genaue Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Sie dürfte sich aber auf mehrere 10.000 Euro belaufen. Kriminaltechniker haben am Mittwochmorgen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.